Das neue Fortnite-Update ist da mit einem kostenlosen Juice WRLD-Skin, den wir bekommen. Die neue POI ist endlich da. Wir haben zwei mythische neue Items, die extrem stark sind. Wir haben ein komplett neues Shop-Feature. Neue Fortnite-Schuhe. Die ersten Dinge zu Kapitel 6 tatsächlich, die es auf der Map dann geben wird. Und noch vieles, vieles mehr. Das dürft ihr nicht verpassen. Benutzt bitte mein Creator-Code Seville. Lasst ein Abo und ein Like da und wir gehen rein ins Video. Okay, Freunde, dann fangen wir mal erstmal mit den ganzen neuen Skins an. Wir haben hier einmal Ice Spice. Das ist die erste Variante davon. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier einmal mit Brille an und aus. Dann haben wir hier jetzt den zweiten Stil. Rap Princess Ice Spice gefällt mir auch sehr, sehr gut hier, muss ich sagen. Man hat sogar auch noch eine Reaktivität am Start. Als nächstes haben wir hier so einen Archon-Skin. Sieht auch, ja, finde ich ganz fresh aus. Ist jetzt nichts Krasses, aber ist ganz gut. Dann haben wir hier den nächsten FNCS-Skin. Das ist einfach ein Vogel. Wir haben ja damals so ein Vogelpaket bekommen. Und jetzt haben wir hier einfach so einen FNCS-Vogel bekommen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mal was komplett anderes. Anschließend haben wir hier so einen Doggo-Skin. Wir haben schon mal einen Doggo-Skin bekommen, aber das ist halt ein komplett anderer mit anderen Farben. Coolere Jacke mit roten Augen. Dann haben wir hier den allerersten Kapitel 6 Starter-Paket-Skin. Das ist ein Teaser zu dem neuen Kapitel mit der japanischen Mythologie. Und dann haben wir hier nochmal einen Umfrageskin, den wir jetzt bekommen haben. So sieht der hier aus. Ist so eine Art Roboter und hat was. Gefällt mir irgendwie. Ist was Besonderes. Und jetzt zeige ich euch die neue FNCS-Spitzhacke. Das ist diesmal eine Klinge. Und meiner Meinung nach auch mega, mega cool. Blade of Champions wird die Spitzhacke heißen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was meint ihr zu der FNCS-Spitzhacke? Es gibt einmal als Dual-Spitzhacken, so wie es aussieht, oder? Oder bin ich jetzt zum einen als normale Spitzhacke, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Leute, die Schuhe sind tatsächlich in Fortnite und hier haben wir die Air Jordan 1, die man zu einzelnen Skins ausrüsten kann. Hier sieht so ein Default-Skin damit aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir als nächstes die Dreier Jordans. Ist auch nicht schlecht, kann man auf jeden Fall mal machen. Und so sieht der Skin mit den Schuhen aus. Dann haben wir hier die Dreier Jordans in einem Retro-Stil. Auch cool. Mal gucken, wie das Ganze mit einem Skin aussieht. Finde ich schon mal richtig nice. Besser als die anderen zwei. Dann haben wir hier nochmal die Vierer Jordans. Meine Favorite Jordans. Ich glaube, von euch viele auch. In grün. Sieht geil aus. Sage ich euch ehrlich. Vierer Jordans Baba. Als nächstes haben wir die Shark-Schuhe. Und ich sage euch, diese Schuhe werden sowas von lustig sein, auf jeden Fall mit verschiedenen Skins. Die gefallen mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dann haben wir hier so komische Nike-Schuhe. Bro, komplett hässlich. Wer sowas trägt, keine Ahnung, Kontrolle über sein Leben verloren. Bro, wer sowas trägt, bitte. Bitte nicht anziehen. Dann haben wir hier die Cortez-Schuhe, glaube ich. Genau, so sehen die aus. Die hat meine Freundin tatsächlich. Ich finde die aber auch hässlich, die Schuhe. Bin ich real talk ehrlich, im Real Life finde ich die hässlich. Aber ist Geschmackssache. Dann haben wir weitere Talahorn-Schuhe. Auch so Nike-Schuhe, die auch, ja, ganz okay aussehen. Und dann haben wir zu guter Letzt tatsächlich noch andere Jordan. Und zwar, ja, die sind irgendwie gerade nicht ausrüstbar, aber die Air Jordan 1 OG auf jeden Fall am Start. Einfach eigene Schuhe jetzt. Und so sieht auf jeden Fall die Reload-Map-Rotation aus, Freunde. Wenn ihr jetzt in der Lobby seid, sieht das Ganze so aus. Und die Map wird sich alle 30 Minuten ändern in Reload-Modus. Und in der Lobby werdet ihr dann sehen, ob ihr auf der Wüsten-Map spielt, Oasis, oder auf der normalen Reload-Map. Also wenn ihr in eine Runde reingeht, werdet ihr sehen, bevor ihr reingeht, was ihr spielen werdet. Also das changed nicht mittendrin ihr im Spiel seid, sondern einfach in der Lobby werdet ihr schon sehen, wo ihr reingeworfen werdet. Übrigens, ganz kurzer Fun-Fact nochmal zu den Schuhen. Zurzeit können insgesamt 635 Skins die Schuhe verwenden. Übrigens gibt es jetzt ein neues Shop-Feature und zwar könnt ihr jetzt filtern. Ihr könnt damit kosmetische Gegenstände ausblenden, um nur bestimmte Arten von Items wie Spitzhacken oder Autos zu sehen. Die Filteroptionen des Shops ändern sich dynamisch, je nachdem, was es im Shop halt gibt. Und ihr könnt das Ganze jetzt sortieren. Finde ich eine coole Option, wenn ihr einfach nicht durch den ganzen Itemshop immer browsen wollt. Finde ich sehr, sehr gut tatsächlich. Und die gefilterten Tabs zeigen dann auch Items an, die in anderen Items enthalten sind. Dieses neue Feature ist nun live für einen kleinen prozentualen, Anteil aller Spieler, okay? Also ist noch nicht eventuell, wenn es rauskommt, für jeden verfügbar. Was auch sehr, sehr cool ist, ihr könnt jetzt tatsächlich in der Lobby den Emote abbrechen. Ja, das war ja davor nicht der Fall.
Das Ganze ist jetzt neu hinzugefügt worden. Wenn ihr keinen Bock auf den Emote habt, ihr habt ein falsches Emote in der Lobby eingesetzt. Emote beenden, fertig. Neue Funktion wurde hiermit hinzugefügt. Ganz kurze negative Infos an alle, die sich die Arcane-Skins Jinx und Wii gewünscht haben. Diese zwei Skins wurden nicht aktualisiert im Update und kommen auch nicht in den Itemshop vorerst zurück. Also die wird es leider nicht geben. Hier seht ihr gerade alle neue und verbesserte Lego-Stile mit dem neuen Update auf jeden Fall. Die wurden neu hinzugefügt. So seht ihr das Ganze gerade. Und was ein kleiner Fun-Fact ist, wenn ihr den Lego-Stil anhabt von diesem Skin hier, dann sieht der Skin, also von Melis, dann sieht der Melis-Skin in der Lobby, also in normalen Fortnite, im Spin, sorry, rot aus. Aber wenn ihr ihn in Lego ausrüstet, dann ist er rosa und oder pink. Keine Ahnung warum. So sieht es übrigens die Woche 3 Map aus. Hat sich jetzt nicht viel verändert, um ehrlich zu sein. Außer eine ganz bestimmte POI. Dazu kommen wir aber noch. Der First-Person-Modus wird tatsächlich am 11. Dezember droppen und ist dann in Fortnite verfügbar. Das ist dann tatsächlich mit Kapitel 6 dann draußen, der First-Person-Modus. Ihr könnt dann wahrscheinlich zwischen Third-Person-In-Game und First-Person wechseln, wie ihr halt Bock habt. Ich frage mich nur, wie das Bauen da dann cool sein soll. Aber nun gut, wem es gefällt. Vielleicht kommt auch nur ein extra First-Person-Modus raus. Das macht ja Fortnite zurzeit ganz gern, dass man immer einen Extra-Modus hat. Wir machen aber mal weiter. Und zwar, wenn wir schon beim Extra-Modus sind, das ist die Kapitel 1 Season 1 Map OG. So sieht die Map aus, wenn der eigene Modus rauskommt. Fortnite hat das gestern tatsächlich selber gepostet. Und das hier ist der Post von Fortnite, Freunde. Man mag es kaum glauben, aber es ist endlich soweit. Sie haben es offiziell gepostet. Das ist keine Übung. OG kehrt zurück, um zu bleiben. Und so hier ist das Bild dazu. 6. Dezember und am 11. Dezember kommt dann, wie schon gesagt, der First-Person-Modus raus. Aber das hier ist OG kehrt zurück am 6. Dezember als eigener Modus. Wir bekommen tatsächlich jetzt den kostenlosen Juice World Skin rein. Und so soll der Skin tatsächlich aussehen. Es stammt aus dem Musikvideo Rites und wird wie ein Anime-Skin aussehen. Also die Cartoon-Effekte wird er haben. Und der Juice World, den wir am Ende des Trailers zu Remix Season sahen, wird wohl ein Item-Shop-Skin werden. Also im Trailer hat man ja am Ende Juice World gesehen, in dem neuen Trailer von dieser Season. Den bekommen wir als Extra-Skin, aber den Juice World-Skin hier, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe, wird kostenlos sein und wird so ein Anime-Skin sein. Es kommen jetzt neue aktualisierte Autos und ja, Freunde, hier ist der Porsche. Let's go, Alter. So sieht der Porsche dann im Itemshop aus, sieht geisteskrank geil aus. Ich glaube, nur den Porsche fahren. Ich glaube, das ist ein GT3 RS. Dann haben wir hier noch ein anderes Auto. Hier einen, es sieht aus wie ein McLaren. Hier, das da. Aber ja, das sind auf jeden Fall die neuen Autos. Falls ihr es nicht wusstet, die Choppers, also die Hubschrauber, sind aus allen Wettbewerbsmodis draußen. Also aus Ranked wurden die komplett entfernt. Wir haben tatsächlich die allerersten Bilder zu Kapitel 6 Props. Und so sieht das Ganze hier aus. Die wurden neu hinzugefügt. Wir haben hier diese typischen japanischen Stühle, worauf man sich draufsetzt und Rahmen ist. Dann haben wir hier unten rechts so japanische Töpfe, die man zum Kochen benutzt oder halt mit zur Suppe kochen benutzt. Und die wurden mit Absicht hinzugefügt, um uns einen kleinen Teaser zu geben. Und das sind erste Real Talk Kapitel 6 Teile, die es auf der Map geben wird. So, und jetzt kommen wir zu der neuen POI. Und zwar wurde tatsächlich The Shark umgewandelt in die POI von iSpice. Und so sieht die hier aus, Freunde. Wir sehen gerade das Video im Hintergrund mit einem iSpice-Riesen-Puppe da oben drauf. So sieht es dann aus, wenn man reingeht in die POI. Die Grafik ist jetzt nicht die beste, aber ich glaube, man kann alles erkennen. Und hier wird dann auch der iSpice-Boss sein. Und bei dem iSpice-Boss bekommen wir dann auch folgende Sachen. Wir bekommen einmal natürlich die Keycard auf jeden Fall, wie bei allen anderen Bossen auch. Die Keycard ist verfügbar und so sieht die Shark Keycard hier aus. Einmal von iSpice. Und dann bekommen wir einmal den Ice Grappler. Der heißt iSpice Grappler. Der gibt euch auch die Eisschuhe. Und dann haben wir noch die neue Scar von iSpice mit einer Waffentarnung halt, genauso wie beim Grappler. Und die werden sehr, sehr stark sein. Ich glaube, so, dass die Scar sehr, sehr... sehr, sehr stark sein wird. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und das ist auf jeden Fall der neue Boss und neue POI. Das Fortnite Classic Bundle
ist tatsächlich wieder bald im Itemshop verfügbar. Also hier habt ihr wirklich die Oldschool-Sachen von früher, Spitzhacke, Backbling und so weiter und so fort. Wird bald wieder in den Itemshop reinkommen. Oh mein Gott, das ist so ein cooles Feature. Das wurde gerade eben nämlich geleakt, Freunde. Und zwar seht ihr gerade meinen Bildschirm hier. Wenn ihr nämlich jetzt einen Skin rotiert, wird einfach der Name entfernt. Gebt euch mal, guck mal. So, zack, seht ihr das? Wow, wow, wow. Cooles neues Feature, sage ich euch ehrlich. Ich will den Skin angucken und nicht den Namen die ganze Zeit. Ist jetzt auch drin. Ich habe ja vorhin über den Juice WRLD Skin kurz geredet. Und wir haben gerade auch einen Leak bekommen, dass es verschiedene Graffitis auf der Map gibt von Juice WRLD. Und zwar, dieses Graffiti wird es an mehreren Wänden in der Nähe seines kommenden Ortes geben, der in Woche 4 am Bungalow-Strand erscheinen wird, links neben Holy Hedges. Genau, und so sieht der Skin dann aus, den wir im Itemshop bekommen. Nicht der kostenlose Skin. So, jetzt zeige ich euch mal kurz ein paar neue Superstile, die wir bekommen haben. Alter, sehen die krass aus. Guck mal, wie geil. Diese Farbkleckse sehen ja mal ultra wild aus. Hier einmal One Ball mit dem Bonus-Superstyle hier. Alter. Ich glaube, das sind die besten Stile, die ich gesehen habe bis jetzt, die Bonus-Rewards. Guck mal, hier haben wir natürlich die Chaos-Direktorin auch nochmal am Start mit dem neuen Superstil. Und jetzt bekommen wir Meatstars. Mal gucken, wie Meatstars aussieht. Ja, sehr, sehr fresh, Freunde. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Bonusstile. Freunde, für alle Rette-die-Welt-Fans, das Rette-die-Welt-Event Hunt the Titan ist jetzt tatsächlich verfügbar. Das Ganze könnt ihr jetzt spielen, wenn dann das Update fertig ist. Und wenn ihr dieses Event gemacht habt, dann bekommt ihr einen Snowstrike-Hero. Aber tatsächlich nicht als Fortnite-Skin, sondern nur als Held von Rette die Welt. Und ihr bekommt dann noch diesen Primal Flame-Bogen auch noch dazu, wenn ihr diese Quest absolviert in Rette die Welt. Ey, heute haben wir alles dabei. Es gibt zurzeit einen Skin, und zwar Raven Sid. Der ist schon lange in den Dateien drinne, wird aber noch immer nicht hinzugefügt werden. Wahrscheinlich kommt sie erst in Kapitel 6 raus. Keine Ahnung, was mit dem Skin hier ist, aber ja, der ist schon lange in den Dateien. Aber kommt wahrscheinlich dann erst später. Und jetzt was richtig Cooles, Freunde. Der Executive Producer von Marvel Rivals sagt, dass die Zusammenarbeit in Fortnite und nicht in Marvel Rivals stattfinden wird, was auf Skins hindeutet. Wir bekommen also Marvel Rivals Skins in Fortnite rein. Höchstwahrscheinlich diese Galactus-Frau hier. Tut mir leid, ich weiß Real Talk nicht, wie die sonst heißt. Aber wir kriegen dann halt eine Chronoverse-Kollaboration. Und mit Fortnite und Marvel Rivals dann halt. Neue Marvel Skins. Let's go. Freunde, das waren alle. Freunde, das war das heutige Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nutzt gerne meinen Creator-Code Seville auf Ehre, wenn ihr die Leaks feiert. Kurz, schön zusammengefasst. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.